So, hallo, ich durfte mich gerade mit der Club Commission treffen und habe auch nochmal sehr lange über das selbstbestimmte Leben gesprochen und auch die Frage, wie jeder nach seiner Versorgung glücklich werden kann. Jetzt ist hier Marcel Weber mit da, auch im Vorstand von der Club Commission. Willst du kurz erklären, was die Club Commission ist, was sie so macht und was eure Ziele sind? Die Clubkommission ist der Dachverband der Berliner Clubs, Partyveranstalter, Festivalbetreiber und wir sind im Grunde die Interessensvertretung für all die Fragen, die im Zusammenhang mit Clubs und Veranstaltungen und Festivals auftauchen. Wenn man jetzt an Clubs denkt und an Leben, dann hat man oft das Gefühl, dass da das so ein Biotop ist oder auch so ein, ja, so eine Oase, wo man einmal so Freizeitkommunismus oder Freizeit zeigen kann, wie man will. Was ist denn für euch so wichtig bei so einem selbstbestimmten Leben und wie spielt das mit der Club Commission zusammen? Naja, Räume wie Clubs und auch Festivals sind einfach Freiräume und Orte, an denen wie Menschen selbstbestimmt und so frei von diesem ganzen Normativen, dem man so in den Alltag ausgesetzt ist, so sein kann, wie man möchte und sich auch einfach ausprobieren kann. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man solche Räume einfach erhält, so, damit man abwärts dieser Normen, sage ich immer, das leben kann, was man möchte. Und da ist man im Club natürlich schon sehr frei. Und das ist halt auch schon, dass wir immer merken, dass die Clubs einfach auch so Zufluchtsorte sind für Leute, um einfach mal aus dem Alltag auszubrechen und auch so Sehnsuchtsorte, nicht diesen 9-to-5-Job nachgehen zu wollen, ne? Weil auch in Clubs arbeiten ja viele Leute. Es ist ja nicht nur so, dass da Leute feiern gehen, sondern da sind Leute einfach, die keinen Bock drauf haben, irgendwie in der Verwaltung zu sitzen und ihren 9-to-5-Job zu machen, sondern einfach so ihre ganz eigene Kreativität ausleben können. So. Und wenn jetzt so an die, jetzt komme ich als Parteivertreter hierher, die auch noch in der Regierung ist, was sind so eure zentralen Forderungen oder was wäre für dich oder für euch entscheidend, um selbstbestimmtes Leben auch gewährleisten zu können, auch für die Stadt? Wo würdet ihr da die Akzente setzen oder würdet ihr euch wünschen, dass wir uns mehr einsetzen? Also großes Thema ist tatsächlich Erhalt dieser Räume und auch die Sicherung, die langfristige solcher Räume, weil ohne diese Räume gibt es einfach keine Freiheit mehr, sich gehen zu lassen, sich zu entfalten, zu experimentieren. Und das ist, glaube ich, schon auch die zentrale Forderung. Einfach, man merkt es ja in der Stadt, so wem gehört die Stadt, so wer hat einfach Anspruch auf den Raum, so geht es nur ums Wohnen, geht es ums Arbeiten, geht es ums Leben oder geht es um die Frage, wie funktioniert das gemeinsam in dieser Stadt, in diesem urbanen Kosmos, den wir haben. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir an die Politik die Forderung stellen, diese Räume zu sichern und zu erhalten und auch dauerhaft langfristig Perspektive zu bieten. Herzlichen Dank. Gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Termin. Tschüss.